Als wir hier eingetroffen sind, brannte es schon im gesamten Bereich der Anlieferung und des Holzzuschnittes. Die Situation war schon brenzlig. In diesem Bereich befanden sich auch Gasflaschen, die also explodieren konnten. Es wurden noch Personen vermisst im Baumarkt. Es war noch nicht klar, ob der komplett geräumt war. Es gab im Einsatzverlauf 2 verletzte Personen, und zwar aus dem Bereich der Kunden. Eine Person davon ist ein Kind. Die Personen haben Rauchgasintoxikation erlitten und sind in Bremer Krankenhäuser gekommen. Ja, es gibt eigentlich 2 besondere Gefahren. Zum einen sind die Baumärkte sehr leicht gebaut heutzutage, wenn es sich um moderne Gebäude handelt, sodass mit einer sehr rasanten Brandausbreitung schon allein aufgrund der Gebäudestruktur zu rechnen ist. Zum anderen sind dort natürlich auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten gelagert, zum Verkauf angeboten oder in den Lieferbereichen, die zum Teil auch eine sehr hohe Brandintensität haben, die auch Gifte freisetzen können, wenn sie brennen, und die auch zum Beispiel Explosivgefahren in sich bergen, wie zum Beispiel Propangasflaschen, Kraftstoffe oder ähnliches. Es war zumindest eine extrem starke Rauchentwicklung, die also in weiten Teilen der Stadt zu sehen war. Die Feuerwehr hat die üblichen Warnmeldungen herausgegeben, Fenstertüren geschlossen halten, und wir als Polizei haben dieses Gebiet weiträumig abgesperrt. Im Moment des Ausbruchs stand ich direkt an der linken Seite des Feuers, und ja, es sah so aus, als ob der Dachstuhl sich erst entzündet hätte. Ja, und ja, kurze Zeit später kam dann auch schon die Feuerwehr und hat dann angefangen zu löschen. Und ja, es war ein ziemlich heftiges Feuer, definitiv. Und ja, der ganze gesamte Dachstuhl ist dann noch mit eingebrochen während der Löscharbeiten. Also ich bin auf der Dachterrasse bei mir gewesen, direkt nebenan. Und dort habe ich gesehen, dass bei Thum weißer Rauch hochsteigt. Dann sind meine Katzen reingerannt. Daraufhin bin ich dann auch rein, habe die Tür dicht gemacht. Dann kam irgendwann die Feuerwehr. Und danach haben sie dann irgendwann geklingelt, dass ich da raus muss. Katzen gefangen, nach draußen, fertig. Ich bin gerade nach Hause gekommen und habe das gesehen, habe einen Wahnsinn Schreck gekriegt, weil ich dachte, unser Haus brennt. Ja, und dann ist natürlich vorbei. Ich komme ja nicht mehr rein, und jetzt müssen wir abwarten, was passiert.